So, wir sind auf Sendung. Hallo Stefan. Ja, hi. Hey, heute ist Sonntag, der 13. November. Was machen wir hier? Wir sind hier gerade bei Werder, was man sehen kann. Mhm. Ja, charakteristisch hier die Altstadt genau. Und die Kirche. Ja. Und fahren jetzt die letzten Meter mit unserem Boot in diesem Jahr. Ja. Bei Wie kommt Werder das denn? Ist in diesem Jahr wieder unser Winterlager. Also da vorne, die Ecke. Genau. Damit ist ein Segeljahr auch wieder vorbei. Wir sind gestern los, also wir haben gestern den Mast gelegt, schön verpackt. Und dann sind wir, glaube ich, um zwei losgefahren und sind dann bis zur Liegestelle in Lichterfelde gefahren. Haben da übernachtet, vorher den Hund ein bisschen ausgebrungen, Gassi geführt. Und dann hattest du eine wunderschöne Aufnahme, als wir zum Boot zurückkamen, war ja schon dunkel. Ist ein Frachter mit Nebelscheinwerfern an uns vorbeigefahren. Und das war eine gespenstische Atmosphäre eigentlich. Also das war schon bemerkenswert, würde ja. ich sagen. Ja. Und hat das mit dem Mastlegen alles gut geklappt? Ja, der kam ein bisschen schief, weil der Spinnakerbaum ein bisschen schief angesetzt war. Mhm. Das haben wir aber erst zum Schluss gemerkt, haben wir rübergedrückt und dann war eigentlich alles gut. Ja. Mastlegen ist ja sowieso immer einfacher als Stellen. Stellen muss man das ja ganze, da ist ja, muss man das ja ganz austarieren. Und dann kommt es drauf an, ob es funktioniert, aber nö, alles gut. Und der Baum liegt da jetzt auch gut, also das ist schon. Und vorne haben wir eine neue Maststütze. Richtig, stimmt. Ich habe versucht hinzuleuchten. Ja, das liegt auch gut mit der Schale, die uns geliefert worden genau. ist. Also alles von, ich glaube, da vorne am Horizont ja. kann man schon den Kran von Gravo erkennen. Ne? Oh, das könnte sein. Ja, ja stimmt. Genau. Und da ganz, ganz vorne. Wasser raus. Richtig, wir müssen noch unter der Brücke durch und dann gleich rechts rum. Das war ja gleich hinter der Brücke. Ja. Das werden wir dann wohl gleich sehen. Denn wir müssen ja heute wieder zurück nach Hause kommen. Na, nicht mit dem Boot. Ohne Boot, sondern mit der Bahn. Zoch, ja. Genau. Das ist ja da über die Brücke rüber, dann kommt ja auch gleich der Bahnhof. Alles Beste. Genau. Ja, und das ist ja nur heute erstmal der letzte Tag, den wir hier auf dem Boot verbringen ja. für diese Saison. Ja. Und gibt es denn schon Pläne so für die nächste Saison? Du weißt ja, nach der Saison ist vor der Saison. Naja, wir haben ja geguckt, ob wir an der Ostsee was finden. Das ist gar nicht so einfach. Ja, viele sagen, es ist voll oder kein Platz oder hast du nicht gesehen. Und dann haben wir mal uns angeguckt in Barth. Das ist da am Stars Zinks. Da gibt es den Barther Seglerverein. Und da waren wir beim Aufslippen da gewesen. Das war, glaube ich, der 3. November oder sowas, Samstag. Ja. Und dann haben wir gesehen, wie sie es machen. Mit einem Kran und dann auch gleich einfach die Boote an Land stellen und so. Mhm. Und nebenan haben sie eine Jugendherberge und auch ein Restaurant und das hat uns eigentlich ganz gut gefallen, also vielleicht noch das. Ja, dann haben wir noch mit einigen ein bisschen gesprochen in der Halle, in der Bootshalle, die sie da haben, wie es da so läuft im Bad und das kann sein, dass wir dann kommendes Jahr da mal aufkreuzen. Genau. Vielleicht so viel kann man jetzt schon verraten. Ja, genau. Wir haben nämlich einen Antrag gestellt, ne? Und haben uns da auf Mitgliedschaft das gestellt. Das wollte ich jetzt gerade noch nicht. Ach, das wolltest du nicht? Nein. Okay. Okay, da müssen wir dann einen Schnitt machen. Also für alle, die es jetzt gehört haben, ihr habt es nicht gehört. Nee, da mache ich einen Schnitt, das kommt dann. So, und ansonsten okay. Haben wir ja dieses Jahr sind wir ja nur bis Stockholm und Sigtuna gekommen. Mhm. Und es gibt so Überlegungen, ob wir den Turn fortsetzen, dass wir dann Anfang Juni schnell nach Stockholm hochfahren und dann weiter segeln nach Petersburg. Genau. Das Problem, oder das ist ja kein Problem, aber das Thema mit Lea ist immer noch nicht. Nicht geklärt. Erledigt. Oh, ein anderer Segler, müssen wir erstmal winken. Genau, aber das hilft nicht für uns.
Also das muss noch geklärt werden. Vielleicht sind wir auch einfach nur auf der Ostsee unterwegs. Also das stimmt noch viele, viele Fragen offen. Hm. Ja. Aber wie gesagt, also Bart da mal aufzutauchen mit dem Boot und zu gucken, ob das uns da gefallen könnte und wie es da läuft, das wäre schon eine schöne Sache. Das ist auf jeden Fall eine Option, genau. Ja, ja, da gibt es eigentlich von meiner Seite her gar nichts mehr hinzuzufügen. Dann verabschieden wir uns für diese Saison. Echt, für diese Saison? Für diese Saison erstmal so. Ja, wir brauchen natürlich noch Leute, die die Faulingen streichen und das Boot putzen. Und ach Gott, ja, genau. Weil Boote sind ja im Winter bekanntlich immer größer als im Sommer. Das stimmt. Das ist so eine merkwürdige Geschichte. Ja, das ist richtig. Aber jetzt erstmal. Ahoi! Vielleicht musst du noch den Hund zeigen. Oh Gott, na stimmt. Ja. Lea hat sich heute nochmal von ihrer besten Seite gezeigt. Lea! Ja, sag mal tschüss. Tschüss, Lea. Und tschüss. Tschüss. Ahoi.